Hallo ihr Lieben, heute kriegt ihr den zweiten Teil zu meinen gelesenen Büchern aus 2019. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das erste Video geworden ist. Wir machen jetzt hier einfach gleich weiter mit dem zweiten Teil, ohne lang drum herum zu reden. Und ja, das erste Buch in diesem Video ist jetzt You von Lauren Blakely. Ich darf dich nicht begehren. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, um wen es da ging. Ach ja, um Chase und seine beste Freundin, die gleich noch wie hieß? Josie. Okay, um Chase und Josie ging es. Ich kann mich an die Geschichte noch dunkel erinnern. Es geht hier um zwei beste Freunde, die sich dann ineinander verlieben. Also so eine klassische Konstellation. Sowas mag ich ja immer sehr gern. Und ich muss auch sagen, dass mir You wirklich gut gefallen hat. War eine zuckersüße Liebesgeschichte. Und Lauren Blakely schreibt ja die Geschichten immer aus der Sicht der Männer. Das ist ja auch immer mal so ein bisschen noch was Besonderes. Und man liest das Buch hier halt aus der Sicht von Chase und ja, ich mag das sehr. Ich mag die ganze Reihe und ich kann euch You in dem Fall auch wieder nur empfehlen. Wie gesagt, es ist eine richtig süße Geschichte und ja, zwei beste Freunde verlieben sich halt ineinander. Was soll ich dazu noch anderes sagen? Danach habe ich dann mal wieder eine Reihe beendet und zwar habe ich die Legende der vier Königreiche besiegelt gelesen. Das ist der dritte und letzte Teil dieser Reihe und ich muss sagen, der war ultra gut. Der war ultra gut. Ich liebe ja die ganze Reihe. Ich finde auch, diese Reihe ist viel zu wenig irgendwie gezeigt und gehypt worden. Diese Reihe ist auch wieder so relativ mit untergegangen. Dabei ist sie wirklich so unglaublich gut. Das ist eine Jugendfantasy-Geschichte, die so ein bisschen brutaler auch ist. Die Geschichte fängt an mit einem Mord an einer Prinzessin und unsere Protagonistin nimmt dann die Stelle von der Prinzessin ein und es ist einfach eine so unglaublich gute Geschichte. Ich habe die total gefeiert. Ich habe auch hier das Ende total gefeiert. Der dritte Teil war so gut und ja, ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Ich liebe die Legende der vier Königreiche von Amy Tintero. Schaut euch diese Bücher auf jeden Fall an. Ich kann sie euch, wie gesagt, wirklich nur empfehlen. Eine so, so gute Geschichte. Und da das jetzt der dritte Teil war, kann ich zum Inhalt nichts sagen. Deswegen machen wir mal weiter mit dem nächsten Buch. Ich habe dann gelesen One Passion von Lauren Blakely. Hier ging es um Delaney und ihre große Liebe Tyler. Und Tyler hat Delaney vor Jahren das Herz gebrochen und hat sie sitzen gelassen und hat gesagt, hey, unsere ganze Beziehung, das wird nicht mehr funktionieren. Und ja, daraufhin haben sie sich getrennt. Und jetzt trifft Tyler wieder auf Delaney und merkt, ich will sie zurück. Und dafür tut er ziemlich verrückte Dinge. Und ja, was dann halt mit Tyler und Delaney passiert, das ist es, worum es in One Passion geht. Ich fand das Buch super süß. Ich fand es ein bisschen teilweise abgedreht, was Tyler da alles so veranstaltet hat. Und meins wäre es auf jeden Fall nicht gewesen. Das konnte ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Deswegen das Buch für mich auf der Platzierung in der Reihe relativ weit unten kommt. Ich würde bald sagen, es war für mich sogar der schwächste Teil der Reihe. Ja, aber ich mag die Bücher von Lauren Blakely und ja, One Passion. Eine süße Liebesgeschichte auch wieder, wie gesagt, die so ein bisschen anders auch mal gewesen ist. Dann habe ich noch gelesen After Passion, den ersten Teil von Anna Todd. Ich habe das Buch nicht mehr. Ich blende es euch auch hier nochmal ein. Ich habe ja die komplette Reihe besessen gehabt und habe die komplette Reihe wieder verkauft. Ich habe sie, glaube ich, über Mediamops wieder verkauft, einfach weil ich für die Bücher zu dem Zeitpunkt wieder einen guten Preis gekriegt habe. Und ja, ich habe After Passion gelesen und es war so überhaupt nicht meins. Mich hat dieses ganze Buch einfach nur aufgeregt. Für mich war es schlimmer wie Shades of Grey. Alle schimpfen immer auf Shades of Grey, aber für mich war After Passion einfach noch viel schlimmer. Ich habe es gelesen, weil wir dann ins Kino gegangen sind, um den Film anzugucken, aber es war so überhaupt nicht meine Geschichte. Also ich fand es einfach nur furchtbar. Ich fand sie ganz nervig. Ich fand ihn einfach nur furchtbar und es war einfach überhaupt nicht mein Buch. Ich habe es auf Goodreads auch nicht bewertet, diese Geschichte, weil es für mich einfach nicht meins war. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute After Passion lieben und feiern und auch sagen, hey, du musst weiterlesen, du musst den zweiten Teil lesen und den dritten, und es wird immer besser. Nein, also für mich war der erste Teil absolut nicht meins und es hat mich auch null angesprochen, diese Geschichte in irgendeiner Art und Weise weiterzulesen. Aber ich muss dahingegen sagen, dass ich den Film als eigenständigen Film eigentlich ganz cool fand. Der hatte auch für mich ein gutes Ende. Für mich ist das Thema After Passion damit abgehakt und erledigt. Ich werde da dann nicht mehr dran denken. Und ja, es war halt einfach nicht meins. Mir war das einfach zu viel. Und ich weiß, dass es im zweiten Teil mit diesem Hin und Her noch mehr wird. Und ich weiß, dass viele den zweiten Teil einfach verfluchen und dann halt sagen, ja, der dritte und vierte ist so gut. Aber ganz ehrlich, ich boxe mich doch nicht noch durch einen zweiten bekloppten Teil in der Hoffnung, dass es für mich im dritten Teil besser wird. Und am Ende wird es nicht besser und dann habe ich das für umsonst gemacht. Deswegen bin ich bei After Passion einfach komplett raus. Meins war es nicht. Und ja, ich habe es gelesen, aber es war überhaupt nicht meine Geschichte.
So, danach habe ich dann gelesen, Dragon Fortune Teil 2, falsch rum, so rum. Und ja, das ist immer noch die Geschichte von Dominik und Cyrda, die aufgrund dieses Fluches auf dieser Burg festhängen. Und auch im zweiten Teil versuchen die beiden irgendwie aus der Burg rauszukommen, dass sie nicht mehr gezwungen sind, aufeinander zu hocken. Und ja, ich bin gespannt, wie das mit den beiden hier weitergeht. Und ja, wie gesagt, coole Jugendgeschichte, schaut sie euch an, wenn ihr Drachen mögt, wenn ihr Fantasy-Geschichten mögt. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Danach habe ich dann gelesen With or Without You von Geneva Lee. Das ist der zweite Teil der... Ich habe keine Ahnung wieder, wie diese Reihenbezeichnung ist. Ich habe es gestern noch gelesen, aber ich habe einfach keine Ahnung. Ich merke mir einfach nicht diese Reihenbezeichnung für diese Reihe. Naja, auf jeden Fall ist das der zweite Teil aus der Reihe. Und ich muss sagen, von diesem Buch war ich echt enttäuscht. Ich fand den ersten Teil so unglaublich gut. Und dann habe ich den zweiten voller Vorfreude gelesen und dachte nur so, ja, nein. Es war süß, es war ganz niedlich gemacht. Aber auch das Buch konnte mich leider überhaupt nicht überzeugen. Es geht hier um Jess. Und Jess verliebt sich in ihren Doktoranden quasi. In Robin und ja, die beiden dürfen ja eigentlich nicht zusammen sein, obwohl er nicht mehr ihr Doktorand ist. Und ja, dann verlieben sie sich doch ineinander und dann kommt das College und sagt, oh, böse, böse, was ihr da gemacht habt. Und ja, darum geht es im Endeffekt in diesem Buch. Aber wie gesagt, mich konnte diese Geschichte leider nicht so wirklich überzeugen. Ich fand es ganz süß, aber mehr halt auch nicht. Danach habe ich dann gelesen, immer noch Wir von Elijah Janis. Und das ist auch eine süße Liebesgeschichte gewesen. Aber auch hier war das Buch so, dass ich es wieder aussortiert habe und weggegeben habe, weil ich weiß, dass ich es einfach nicht nochmal lesen werde. Es ist so eine Geschichte, dass zwei Jugendfreunde, die im Kindergarten quasi miteinander befreundet waren, ganz, ganz viele Jahre, ich glaube 20 Jahre später oder so, treffen die beiden wieder aufeinander und haben einen One-Night-Stand und stellen dann danach erst fest, wer sie eigentlich sind. Und dann ist halt die Frage, ob diese Freundschaft von früher wieder funktionieren kann. Wie gesagt, es war eine süße Geschichte, aber es war halt so eine Geschichte, wo ich weiß, ich lese sie nicht nochmal. Deswegen habe ich sie dann an jemand anderen weitergegeben, wo ich weiß, dass sie in guten Händen ist. Und ja, ich kann mich ehrlich gesagt noch ein bisschen an diese Geschichte erinnern, was auch da drin so passiert ist und worum es dann ging. Aber so hundertprozentig weiß ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja. Es war eine süße Geschichte, aber es war halt nichts so für mich von Dauer, was halt so sich in meinem Herzen so irgendwie festgenistet hat. Deswegen ist das Buch wieder ausgezogen. Ja, danach habe ich dann gelesen Broken Darkness, so verlockend. Das ist der vierte und letzte Band aus dieser Reihe. Und oh mein Gott, wie gut war dieses Buch bitte. Ich habe nach dem dritten Band, nach diesem sexuellen Desaster zwischen Joanne und Max echt nur so gedacht so... Wie wird der vierte? Ich weiß es nicht. Will ich den vierten Band jetzt überhaupt noch lesen? Dann dachte ich so, ja komm, der erste und zweite war schon ganz cool und mich interessiert die Geschichte von Tiffany einfach. Und ich habe diese Geschichte gelesen und oh mein Gott, war dieses Buch gut. Es war so gut. Es war wirklich für mich der beste Teil der ganzen Reihe. Ich habe dieses Buch echt geliebt. Ich habe mit Tiffany gelitten. Tiffany hat quasi einen gewalttätigen Ehemann und sie versucht halt ihre Kinder zu beschützen und tut dann ihren Ehemann auch verlassen. Und bekommt dann Unterstützung von der Familie ihres Ehemannes. Und ja, ihr Schwager quasi tut ihr dann unter die Arme greifen und helfen. Und man kennt diesen Schwager schon aus den vorigen Teilen, der heißt Blake. Und ja, und zwischen ihr und zwischen den beiden, naja, passiert dann halt sowas. Und ja, es ist eine wirklich coole Geschichte. Mir hat sie ultra gut gefallen. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Lest dieses Buch. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Ich, wie gesagt, fand die Geschichte von Tiffany und Blake wirklich ganz, ganz toll. Und ja, werde sie irgendwann auf jeden Fall nochmal lesen. Definitiv. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch, was ich dann gelesen habe. Und zwar Grisha, Eisige Wellen von Leigh Bardugo. Der zweite Teil der Grisha-Reihe. Ich kann hier zum Inhalt nicht wirklich was sagen, weil ich euch sonst spoilern würde. Ich kann nur sagen, dass mir der zweite Teil von Grisha auch wieder gut gefallen hat. Es war jetzt nicht so ein typischer Übergangsteil. Also man hat schon gemerkt, dass es ein Übergangsteil war. Man hat gemerkt, dass diese Geschichte in diesem Buch noch kein Ende finden wird. Aber ich finde, es ist halt auch wirklich viel passiert in diesem Buch. Also es war sehr, sehr spannend und aufregend. Und man fiebert dann nach diesem Teil wirklich auf den dritten Teil hin, auf das Ende hin. Man denkt sich so, mein Gott, was kommt als nächstes? Was wird jetzt noch alles passieren? Und werden sie es schaffen? Und... ja, ich fand den zweiten Teil von Grisha, wie gesagt, auch wieder richtig, richtig toll. Mir hat das super gut gefallen und ja, ich liebe diese Reihe immer noch. Was soll ich dazu sagen? Leigh Bardugo schreibt einfach wahnsinnig tolle Bücher. Danach gab es mal wieder ein Buch aus der Green Mountain Serie, nämlich Sehnsucht nach dir von Mary Force. Das ist der fünfte Band der Reihe und hier geht es um Ella und um Gavin.
Und ich muss auch hier sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht von der Geschichte war. Also sie war auf jeden Fall besser wie die Geschichte von Megan und Hunter. Aber ich habe hier auch irgendwie ein bisschen mehr erwartet. Weil man wurde auf die Geschichte von Ella und Gavin in den ersten 4 Bänden komplett angeteasert. Man hat gewusst, dass da was kommen wird. Und das wurde immer weiter aufgebauscht. Und man hat dann halt sonst was erwartet. Und dann war es halt nicht so gut wie erwartet. Da war die Erwartungshaltung dann halt auch einfach wieder zu hoch, glaube ich. Und ja, es ist eine super süße Liebesgeschichte. Aber meine Erwartung konnte sie damals einfach nicht erfüllen. Ella gehört zu den Abbots und die Abbots sind ja dort in Butler, wo diese Geschichten spielen, ein ganz, ganz großer Teil der Gemeinschaft, weil sie dort einen ganz, ganz großen Laden haben. Und Gavin ist quasi der Schwager von Ellas Schwester Hannah. Und der Mann von Hannah, also der Bruder von Gavin, Caleb hieß er, der ist gestorben im Krieg im Irak. Und da wird auch in dieser Reihe eine ganz, ganz große Heldenverehrung um Caleb gemacht. Und das geht mir auch mal so ein bisschen auf den Geist, aber es ist halt so typisch amerikanisch, es ist halt einfach so. Und auf jeden Fall kommt Gavin mit dem Tod seines Bruders nicht klar und dann ist da jetzt Ella und sie will ihm jetzt helfen. Und es ist eine süße Geschichte, aber sie konnte mich jetzt nicht so 1000%ig überzeugen. Da war der 6. Teil auf jeden Fall besser. Danach habe ich dann Diamonds for Love weitergelesen, Heißes Herzklopfen. Hier geht es um Blake Bennett und um Clara Abernathy. Und man kennt die beiden auch schon aus den vorherigen Bänden und diese Geschichte hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand die beiden einfach zuckersüß. Ich fand Blake ganz cool und ich fand auch Clara richtig cool. Clara war so wieder so ein Charakter, mit dem ich echt mitfühlen konnte. Und ja, mir hat das Buch gut gefallen. Ich liebe ja die Diamonds for Love Reihe. Das sind so super süße Liebesgeschichten. Ich kann euch die Reihe immer wieder nur empfehlen. Schaut sie euch an. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und ja, auch hier der... Ist das der 6., 7. Band? Der 7. Band war das hier. Auch der hat mir wieder richtig gut gefallen und ich kann euch diese Reihe auch wirklich nur empfehlen. Ha, ja, bleiben wir bei den Liebesgeschichten, denn nach Diamonds for Love hatte ich immer noch nicht genug davon und habe dann gelesen True North, kein für immer ohne dich. Und hier geht es jetzt um Dave und um Sarah. Das ist der 4. Teil der Reihe und Dave und Sarah sind in den ersten 3 Teilen schon mal mit drin vorgekommen. Also Sarah, aber Dave nur so vom Hörensagen. Denn Sarah und Dave hatten einen One-Night-Stand vor ein paar Jahren und daraus ist ein Kind entstanden. Und Sarah hat aber keine Ahnung, wer Dave ist. Sie weiß nur, dass er Dave heißt. Sie hat weder eine Nummer noch irgendwas, denn die beiden waren halt nur so über den Sommer so zusammen. Es war halt so eine Sommerromanze und beide wussten, dass wenn Dave geht, das Ganze vorbei ist. Deswegen haben sie keine Nummern ausgetauscht. Und ja, nun war Sarah schwanger von Dave. Und jetzt spielt die Geschichte 2 Jahre später. Die kleine Nicole, also das Baby der beiden, ist schon 2 Jahre alt und... Ja, Dave kehrt zurück nach Vermont und Sarah konfrontiert ihn dann mit seiner Tochter. Und ja, was da alles passiert und ob Sarah und Dave vielleicht auch für die Zukunft eine Chance haben, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, mir hat der Teil wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe die Vermont-Reihe von Sarina Bowen sehr und ja, True North 4 hat mir auch wirklich wieder richtig, richtig gut gefallen. Schaut euch die Reihe auf jeden Fall an, das sind super süße Liebesgeschichten. Nach True North habe ich dann das Schätzchen hier gelesen und zwar ist das eine Novelle zu Cat und Cole. Das ist Vergessene Wunden. Das ist quasi die Vorgeschichte zu Cat und Cole. Da geht's, da bekommt man einen Einblick zu den Charakteren, als sie Kinder waren und in dieser Forschungseinrichtung noch gefangen gewesen sind. Und ich fand das ganz cool, einfach so, um diese Reihe zu komplementieren, einfach die Vorgeschichte zu lesen. Wie gesagt, das sind 50, 60 Seiten, was diese Novelle hat. Aber ich fand es sehr, sehr cool. Für mich hat das super zur Story gepasst. Man hat dadurch nochmal einen besseren Einblick auf die Charaktere bekommen. Man hat das alles ein bisschen besser nachvollziehen können. Und ja, wenn ihr Cat und Cole gelesen habt, schaut euch Vergessene Wunden auf jeden Fall an. Das ist ein kostenfreies E-Book, was ihr euch runterladen könnt und lesen könnt. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es super. Ja, und nach der Novelle habe ich dann das hier gelesen, Wenn Donner und Licht sich berühren, von Brittany C. Cherry. Und ich muss sagen, Brittany C. Cherry, was soll ich dazu sagen? Sie schreibt einfach wahnsinnig tolle Geschichten. Sie schreibt sehr, sehr gefühlvolle Geschichten. Und sie schreibt jetzt auch immer Geschichten, wo die Charaktere einen ans Herz wachsen. Und ich fand das Buch wirklich richtig toll. Mir hat aber der 2. Teil, also Wenn Donner und Licht sich berühren, sondern Wenn Morgen die Dunkelheit vertreibt, noch ein bisschen besser gefallen. Die 2 Geschichten gehören ja nicht zusammen, aber weil sie vom Cover her halt ähnlich sind, vergleiche ich sie halt immer mal miteinander. Aber wie gesagt, das ist eine richtig süße Liebesgeschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Sie hat mich auch sehr berührt teilweise und ich habe mich super in die Charaktere hineinversetzen können. Und ja, es ist eine wahnsinnig tolle Liebesgeschichte, aber Brittany C. Cherry, wenn sie mit sich selber konkurriert, naja, ihr wisst ja, wie das ist. Das andere Buch war halt einfach noch mehr mein Geschmack, aber das hier ist wirklich oberste Liga. Brittany C. Cherry ist einfach, was Liebesgeschichten betrifft,
es ist schwer, daran zu kommen für alle anderen Autoren. Es ist einfach so. Brittany C. Cherry, die kann ich auch mit niemandem vergleichen, weil da einfach keiner rankommt, was halt die Stories auch betrifft und sowas. Deswegen ja, Ein Donner und Licht, sich berührend, klare Leseempfehlung von mir. Ich liebe dieses Buch. Es ist einfach eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. So, danach habe ich dann die Grisha-Reihe beendet und habe Lodernde Schwingen gelesen. Und oh mein Gott, was war das für ein Ende? Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut, was da alles noch rausgekommen ist am Ende. Es war einfach so, what? Okay, krass. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ich fand es wirklich mega cool. Ich fand den Abschluss der Grisha-Reihe einfach ganz, ganz toll. Und ich kann euch diese Reihe immer wieder nur empfehlen. Lest sie, Jugendhigh-Fantasy, mega, mega gut. So, danach habe ich dann das Schätzchen hier gelesen. Das Reich der Sieben Höfe, Frost und Mondlicht. Das ist quasi so ein Übergangsteil von das Reich der Sieben Höfe zu der neuen Reihe, die dann irgendwann mal kommen wird. Es wurde ja bereits bestätigt, dass die Nebencharaktere aus das Reich der Sieben Höfe ihre eigenen Geschichten bekommen werden. Und das ist quasi so ein Überleitungsteil dann zu den Spin-off-Büchern. Und ich muss sagen, ich fand das ganz süß. Man hat nochmal gesehen, was mit den Charakteren so passiert ist. Was ist nach dem Krieg gewesen? Wo stehen die Charaktere? Wie haben sie sich entwickelt? Mit was für Problemen haben sie zu kämpfen? Und das hat mir einfach unglaublich gut gefallen. Und mir hat es auch einfach unglaublich gut gefallen, wieder in die Welt einzutauchen. Ihr wisst, ich liebe das Reich der Sieben Höfe einfach sehr. Ich liebe die Geschichte, ich liebe die Charaktere, die Welt. Ich liebe da einfach alles. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dieses Buch hier nochmal zu lesen. Auch wenn es nicht sehr dick ist. Ich finde dieses Buch ganz, ganz toll. Und wenn ihr das Reich der Sieben Höfe gelesen habt, schaut euch das hier auf jeden Fall an. Es ist wirklich cool, einfach zu lesen, wo die Charaktere stehen in dem Moment. Ja, danach habe ich dann ein weiteres New Adult Buch gelesen, was ich inzwischen auch nicht mehr besitze, und zwar Still Broken von April Dawson. Ja, dieses Buch war auch so überhaupt nicht meins. Ich fand, die Autorin hat in diesem Buch einfach zu viel gewollt, zu viel von allem. In diesem Buch kam einfach alles drin vor, was man in ein Buch nur reinpacken konnte. Einfach alles. Einfach alles kam drin vor. Entführung, brutaler Ex-Freund, eine Vergangenheit, die vertuscht werden musste. Und ich weiß gerade nicht, was da alles noch drin vorkam. Es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel des Guten in diesem Buch für mich. Ich habe das mit wem habe ich das denn gelesen? Ich habe das Buch mit irgendwem zusammen gelesen. Ich weiß nicht mehr mit wem, aber ich weiß, dass derjenige, welche genau die gleiche Meinung hatte wie ich. Also dieses Buch war einfach, das war einfach nicht meins. Es war einfach zu viel von allen. Zu viel Klischees, zu viel Stereotypen. Zu viel in die Story reingepackt und dadurch konnte sich die Geschichte halt auch nicht richtig entwickeln. Und ja, Still Broken von April Dawson, es war nicht mein Buch. Deswegen ist es dann auch gleich wieder ausgezogen. Machen wir weiter mit den nächsten Büchern, und zwar habe ich dann danach gelesen Die Wellen singen von C.L. Wilson. Das ist der dritte Teil der Mystery-Reihe. Da gehört dann noch dazu Wenn der Sturm tobt. Das habe ich dann ein bisschen später gelesen, den zweiten Teil. Und ich muss sagen, dass Die Wellen singen mich nicht so überzeugen konnte, wie Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, wie ihr wisst. Aber das Buch kam da einfach nicht ran. Ich fand die Geschichte hier wirklich süß und mir hat die sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das ganze Drum und Dran in dieser Welt und auch den Aufbau dieser Geschichte wirklich cool. Ich fand auch unsere Prinzessin Sommer hier sehr, sehr cool vom Charakter her. Aber es kam für mich einfach nicht an den ersten Teil ran und den zweiten, weil einfach Der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, ist so eine Ausnahmegeschichte für mich. Und ja, da kam das Buch hier einfach nicht ran, aber es ist trotzdem eine richtig, richtig gute High-Fantasy-Geschichte mit Erotik. Und ich kann euch diese Bücher wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch an, wenn ihr sowas gerne mal lest. Ich liebe es. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Welt. Ich finde die Story echt krass. Und ich bin so gespannt auf die weiteren Teile, was da noch passiert und was da noch kommen wird. Also ja, diese Reihe hier hat definitiv ein offenes Ende, was die anderen Prinzessinnen betrifft. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, ich möchte nicht spoilern, aber ein richtig, richtig cooles Buch. Danach wurde es mal wieder Zeit für Green Mountain, Teil 6, Öffne mir dein Herz. Das ist die Geschichte von Charlotte und Tyler. Und diese Geschichte hat mir so unglaublich gut gefallen. Das, was im vierten und fünften Buch für mich gefehlt hat, es war hier einfach alles für mich so perfekt. Dieses ganze Buch hat mir unglaublich gut gefallen. Ich finde, die beiden passen so super gut zusammen. Und Charlotte ist einfach ein so cooler Charakter. Und Tyler, ach, Tyler ist einfach toll. Und ach, was soll ich dazu sagen? Ich liebe dieses Buch. Ich kann euch den sechsten Teil der Green Mountain Serie wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Mir hat er ultra gut gefallen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Charlotte und Tyler sind ein tolles Paar. Wup, wup. Ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Ich möchte jetzt auch nicht zu ausschweifend werden, weil
ja, wenn ich zu ausschweifend werde, dann verfange ich mich wieder, dann rede ich wieder zu viel. Auf jeden Fall, nach der Green Mountain Serie habe ich dann Broken Love gelesen, den vierten und letzten Teil der Sinners of Saint Reihe. Hier geht es um Bane und wie hieß sie noch gleich? Ich habe ihren Namen vergessen. Jessie. Jessie. Bane und Jessie. Und ja, Bane ist sowas wie die Stadtschlampe. Der schläft mit allem, was bei drei nicht auf dem Baum ist, nur um sich seine Vorteile zu sichern. Und Jessie ist ein Mensch, die ein sehr, sehr krasses Schicksal erlebt hat. Und die beiden treffen dann in einer ganz strange Situation aufeinander. Und ja, was dann halt mit den beiden alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, dass mir Broken Love wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand die Geschichte richtig, richtig cool. Sie ist auch so ein bisschen derber und obszöner und sie ist definitiv mal was anderes vom Ansatz her. Aber gerade das hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir bei der ganzen Reihe hier gut gefallen. Und ja, ich mag das Buch. Ich kann euch die Reihe immer wieder nur empfehlen. Aber es sind halt nicht diese niedlichen Liebesgeschichten, die man halt sonst so liest, wie die Green Mountain Serie oder sowas. Das ist halt schon ein bisschen derber. So, und auch so ein bisschen anders ist das Buch hier, nämlich Greatest Darkness. Das ist der erste Teil, Split My Soul, von der lieben Nikki Kiso. Das Buch habe ich dann danach gelesen und ich muss sagen, Greatest Darkness hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist einfach mal eine definitiv auch ein bisschen andere Geschichte. Es passieren hier auch sehr, sehr viele Dinge, die so ein bisschen strange sind. Und ja, das Ende hat einen mega fiesen Cliffhanger. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Ja, was soll ich zu Greatest Darkness sagen? Es geht um Emilia und Emilia flieht aus ihrer Heimat und flieht nach New York und möchte dort ein neues Leben beginnen. Ja, und sie trifft dann auf Luke und auf Marcus und dann verändert sich alles so quasi in ihrem Leben und mehr möchte ich nicht verraten. Ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Schaut sie euch auch auf jeden Fall an, wenn ihr gerne erotische Liebesgeschichten lest. Das nächste Buch habe ich damals auf eure Empfehlung hin gekauft und zwar Neighbors Dearest von Penelope Ward. Ich hatte Stepbrother Dearest gelesen und das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Und dann habt ihr aber alle gesagt, lies Neighbors Dearest, es ist so gut. Und dann habe ich mir das Buch auf eure Empfehlung hin gekauft und es war eine coole Geschichte, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das Ganze drum und dran in diesem Buch wirklich super. Und ja, ich mag die Geschichte, was soll ich sagen? Ich fand sie wirklich richtig, richtig toll und richtig cool. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht erzählen. Coole Geschichte, wirklich. Es geht in diesem Buch um eine Frau, der das Herz gebrochen wurde und die dann wieder versucht, lieben zu lernen. Und es ist eine tolle Geschichte. Ja, danach habe ich mit den Liebesgeschichten weitergemacht und habe One Kiss gelesen. Und hier geht es um Nicole und Nicole hätte gerne ein Kind. Und sucht dafür noch einen passenden Samenspender und denkt sich dann so, hey, mein Kollege, der Ricker, ne, der ist eigentlich schon ein cooler Typ. Ja, dann versucht Nicole, Ricker zu überreden, mit ihr doch ein Baby zu machen. Und ja, was dann halt mit den beiden passiert und ob das Baby entsteht, das ist, worum es in diesem Buch geht. Ich muss sagen, ich fand die Geschichte wirklich richtig, richtig toll. Mir hat sie sehr gut gefallen. Und ja, was soll ich sagen, coole Liebesgeschichte. Ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht so viel zu den Geschichten sagen, sonst wird das Video wieder extrem lang. Aber ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danach immer noch nicht genug von den Liebesgeschichten, denn ich habe den zweiten Teil von Golden Dynasty gelesen. Und ja, der zweite Teil von Golden Dynasty hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es geht hier um Gabriel und um Nicole. Nicole ist die Tochter der Hausangestellten und 10 Jahre jünger als Gabriel, was so ein bisschen so skandalös ist aufgrund des Altersunterschiedes und ja, damit setzt man sich halt in diesem Buch auch auseinander und dann spielt wieder dieser paranormale Aspekt so ein kleines Rollchen in diesem Buch. Aber jetzt nicht so eine große Rolle, aber es ist halt da. Und ja, das hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen und ich fand Golden Dynasty 2 wirklich wieder richtig, richtig gut. Dann habe ich gelesen Home Sweet Home von der lieben Jackie Felgut. Das ist der erste Teil der New York Love Stories und auch diese Geschichte hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand sie super süß. Wie gesagt, Jackie schreibt ja Liebesgeschichten ohne Erotik und ja, ich fand es einfach ganz, ganz toll, diese Geschichte zu lesen. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach eine zuckersüße Liebesgeschichte, die in New York spielt. Und es geht dort um ein Haus, was eine alte Frau bewohnt, die ein bisschen einen anderen Mietvertrag immer aushandelt. Und dann geht es um deren Enkel, die eigentlich nur das Geld wollen, was man bekommt, wenn man das Haus verkauft. Und ja, was dann aber alles passiert und ob die Meinung der Enkel sich denn nicht noch dreht und ja, was es mit dieser alten Frau auf sich hat, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Und es gibt natürlich auch eine Liebesgeschichte und ich fand das Buch wirklich super süß und kann es euch auch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. So, dann habe ich gelesen, Wenn der Sturm tobt, der zweite Teil zu Die Wellen singen. Da hatte ich ja eben schon gesagt, dass ich die Geschichte richtig toll fand. Sie aber für mich nicht an die ersten beiden Teile rankommt. Deswegen, was soll ich dazu sagen? Coole Geschichte, wie gesagt, mega fieser Cliffhanger am Ende vom zweiten Teil. Ich bin gespannt, wie es da dann irgendwann mal weitergeht. Ciel Wilson
lässt sich ja Zeit mit den Büchern, was ich wirklich verstehen kann, denn diese Welt ist sehr komplex und sehr kompliziert mit den ganzen Völkern, die es dort gibt und den ganzen Dingen, die da passieren. Da sollte man sich für so ein Buch auch Zeit lassen. Und ja, ich bin gespannt, wann der nächste Teil der Mystery-Reihe rauskommt. Ich warte sehnsüchtig. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Es ist einfach wirklich eine so wahnsinnig tolle Reihe. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Schaut euch die Mystery-Reihe von C.L. Wilson auf jeden Fall an. Zwei Bücher habe ich noch für dieses Video und zwar habe ich gelesen Idle 1 und Idle 2. Ich habe Idle 1 mit Nina zusammen gelesen und ich habe aber statt dem ersten den zweiten Teil gelesen. Ich weiß nicht warum. Dummerweise, ich habe den zweiten Teil gegriffen und dachte, das wäre der erste und habe angefangen zu lesen und dachte, boah, mega cool. Meine Bücher sind umgefallen. Cool. Ja, auf jeden Fall habe ich den zweiten Teil angefangen zu lesen und dachte, boah, mega cool. Was für eine coole Geschichte. Das macht voll Spaß. Und dann sagt Nina so, das und das ist passiert. Und ich dachte, hä? Was passiert? Das ist doch irgendwie voll falsch. Und dann habe ich mitgekriegt, ich habe den falschen Teil gelesen, habe dann den ersten gelesen und dann den zweiten. Ich fand den zweiten definitiv besser wie den ersten, aber das sind beides wirklich coole Liebesgeschichten. Es sind Rockstar-Geschichten. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne Rockstar-Geschichten mal lest, die wirklich gut sind. Es gibt auch schlechte Rockstar-Geschichten, deswegen. Wenn ihr Rockstar-Geschichten lesen wollt, die wirklich gut sind, schaut euch Idle von Kristen Callihan an. Es sind erotische Liebesgeschichten, aber ich kann sie euch nur empfehlen. Und der zweite Teil. Ich liebe den zweiten Teil. Scotty ist einfach so ein geiler Typ. Man kann es nicht anders sagen. Ich liebe Scotty. Scotty hat einen Stock im Arsch, aber er ist einfach so toll. Also wirklich, er sieht auch einfach wirklich unglaublich gut aus. Er sieht einfach unglaublich gut aus. Er wird als der schönste Mann der Welt beschrieben und ich stelle ihn mir wirklich tatsächlich so vor, wie den schönsten Mann der Welt. Und er hat dunkles Haar und er hat blaue Augen und Scotty ist einfach, Scotty ist eine geile Sau. So, jetzt habe ich es gesagt. Auf jeden Fall, ja, Idle 2 ist mein Lieblingsteil auch bisher aus der Reihe. Ich feiere die ganze Reihe total und kann sie euch, was das betrifft, wirklich nur empfehlen. Und ja, das war der zweite Teil mit allen Büchern, die ich 2019 gelesen habe. Ich mache jetzt kurze Pause, weil ich kann jetzt gerade nicht mehr sprechen und ja, werde dann nachher noch den dritten und den vierten Teil drehen. Oh mein Gott, es sind immer noch so viele Bücher, die hier liegen. Oh mein Gott, wie viele Bücher habe ich denn bitte gelesen? Wie gesagt, ich mache einen Counter rein und ja, mein Stapel Bücher ist gerade umgeklatscht. Badum. Jo, jetzt gehe ich was trinken und dann gucke ich mal, dass ich weitermache. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.